Wer kennt das nicht? Ihr geht durch die Stadt oder seid auf einer Party und seht eine wahnsinnig tolle Frau und würdet die super gerne ansprechen, wisst aber überhaupt nicht, was ihr machen sollt. Hallo, wir reden schon über die Flirtfolge. Ja, Steffi hat hier eine ganz coole Dating-App gerade. Ah, und ich hab Match! Ich hab Match! Wir reden jetzt aber nicht über Dating-Apps. Was nutzt du überhaupt? Lesarion? Lesarion, Karin. Ich bitte dich, wir leben im Jahre 2016. Mittlerweile gibt es viel bessere Sachen als Lesarion. Okay, wir reden jetzt aber hier nicht über Dating-Apps, sondern über das Flirten. Im realen Leben, Steffi. Im richtigen Leben. Draußen. Oder was? In der realen Wildbahn. Echtes Flirten. Okay. Gucken wir uns doch erstmal an, was Dr. Schnuppi dazu zu sagen hat. Im Tierreich wird dieses Verhalten als Walz bezeichnet. Laut wikipedia.de ist dies die Bezeichnung für das Paarungsvorspiel bei Tieren. Also für die Gesamtheit aller Verhaltensweisen vor und teilweise auch nach der Begattung. Im übertragenen Sinne wird dieser Begriff auch auf Menschen angewandt. Also für Verhaltensweisen, die dafür sorgen sollen, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr herbeizuführen. Bei dauerhaft paarbildenden Arten benutzen VerhaltensforscherInnen den Begriff Balz auch, um Verhaltensweisen zu beschreiben, die der Stärkung des Paarzusammenhalts oder der Paarbildung dienen. Viele Tiere haben eine spezielle Balztracht, also einen Körperschmuck, der speziell zum Balzen eingesetzt wird. Bei manchen Arten balzen die Weibchen einzeln vor dem Weibchen, während sie sich bei anderen zum Balzen versammeln und von den beobachtenden Weibchen zur Paarung ausgewählt werden. Es kommt bei einigen Arten auch vor, dass Weibchen und Männchen gemeinsam um die Gunst des Weibchens balzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, sowohl der Begattung als auch der Paarbildung geht üblicherweise Aufwand voraus. Jetzt wissen wir also, worum es beim Flirten wirklich geht. Gucken wir doch mal, wie das Ganze aussehen kann. Hey, spielst du auch gerade Pokémon? Hey, ja. Hast du auch gerade das Traumato gefangen? Ja, hab ich. Darf ich dir den setzen? Ja klar, setz dich. Danke. Hi. Hi. Hey, spielst du auch gerade Pokémon Go? Nee, sorry. Hey. Ja. Ich schreib gerade an dem Telefon. Kann ich vielleicht deine Nummer haben? Der war so klar, dass der wieder total gut war. Ja, das kennen wir. Ja, natürlich. Ja. Hey. Ja. Ich schreibe gerade an dem Telefon. Kann ich vielleicht deine Nummer kriegen? Also das ist mir echt zu billig. Ich finde aber, das mit den Dating-Apps, das können wir jetzt auch nicht ganz da rauslassen. Na gut, dann machen wir doch noch einen Exkurs zum Online-Dating. Hi! Hi! Bist du Steffi? Ja, Maike, oder? Ja, hi! Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Ist das dein Hund? Das ist meine Pelle. Oh, toll, ich mag Hunde. Ja, das ist schön. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Hi, ich bin Kirsten, die Ex von Maike. Freut mich, dich kennenzulernen. Hi, hi. Du bist Steffi? Maike, oder? Genau, hi. Dein Hund? Das ist Pelle, ja. Umzugskartons? Ich glaube, von denen schon. Ja, ich stelle lange Blickkontakt her und versuche dann irgendwie so natürlich wie möglich zu sein. Wenn man dann durch irgendwie so einen Zufall ins Gespräch kommt, versuche ich ganz natürlich und locker mich zu verhalten, ein bisschen witzig zu sein, und das ist eigentlich schon alles, was es braucht. Ich glaube, im Prinzip flirte ich nicht wirklich viel, weil ich fast permanent in Beziehung bin. Versuche ich auf jeden Fall Augenkontakt erstmal aufzubauen, schauen, wie reagiert die Person auf mich. So ein bisschen der Running Gag, dass ich gerne Leuten Tequila ausgebe, aber ich weiß nicht, ob das so eine typische Flirttour ist. Aber mit der bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Also ich finde, das A und O von einem guten Flirt ist erstmal Kontakt und Wahrnehmen. Also ohne, dass ich mit einem bestimmten Wunsch da ankomme oder einem Ziel, erstmal überhaupt wahrzunehmen, wer ist das und was
Was entsteht auch, wenn man sich zum Beispiel einfach anschaut, ohne vielleicht erstmal direkt hinzurennen und irgendeinen Spruch zu bringen? Mein bestes Flirterlebnis war auf einer Party. Und zwar haben wir uns dann irgendwie über die Tanzfläche hinweg, so durch diverse tanzende Menschenmengen hindurch, quasi angesehen. Unsere Blicke haben sich quasi gekreuzt und das war dann irgendwie so zack, Magnetismus. Und wir sind irgendwie quasi durch diese tanzende Menge aufeinander zubewegt. Und es war dann irgendwie, es war da schon ziemlich klar, so ab dem ersten Blick. Liegt schon sehr lange zurück und das bezeichne ich immer als die Ellenbogen anmache. Und da saß ich der anderen Person gegenüber am Tisch und man rutscht dann immer mit seinem Ellenbogen immer so ein bisschen näher, bis man sich quasi am Ellenbogen berührt. Ich muss aber lange überlegen, nicht weil es nichts Gutes gibt, sondern weil ich finde, dass alle Flirts, die echt sind, also ein Berühren, wo man etwas von sich zeigt, beste Erlebnisse sind. Und davon gibt es viele. Neben mir in der Schlange stand auch eine Person und wir haben halt gleichzeitig vorne am Schalter gestanden und hat halt ihre Bestellung aufgegeben und hat als letzten Satz genannt, ja, und die Handynummer der Dame neben mir zu mitnehmen, bitte. Also prinzipiell mag ich es gar nicht, wenn jemand zu schnell und zu offensiv flirtet und ich schon in kürzester Zeit merke, worauf es hinausläuft. Ich wurde einmal ganz komisch in einem Club von einer Frau angegraben und erst dachte ich so, ach, man kann sich ja irgendwie nett unterhalten, ja, vielleicht auch mal irgendwie vor die Tür gehen, eine Zigarette rauchen, aber die war nachher so sehr übergriffig. Ich wollte sehr viel mehr, als ich an dem Abend wollte und das ist echt ziemlich unschön dann ausgegangen, der das ja so klar und deutlich zu verklickern. Ist definitiv im Internet, wo ich keinen persönlichen Kontakt habe, da nicht so sofort irgendwie eine Reaktion sehe. Da sehe ich das ist halt ganz, ganz oft Online-Dating, so du flirtest schriftlich und schreibst hin und her und dann so, hey, lass mal treffen, ja, cool. Stille. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich ein Erlebnis, was nicht stattgefunden hat. Also wenn ich zum Beispiel jemanden attraktiv finde auf einer Party und versuche die Aufmerksamkeit zu erregen und sie findet mich einfach nicht interessant, aber dann ist es insofern auch nicht schlecht, als dass ich dann einfach denke, okay, dann halt nicht. Es hätte was Schönes entstehen können, aber gut, es ist ja nur da interessant, wo dann auch der Kontakt stattfindet. Ich glaube, am schlechtesten angeflirtet bin ich bisher nur von Typen. Aber so richtig, also ich von mir persönlich würde wahrscheinlich alles als schlecht bezeichnen, weil es immer ein bisschen holprig ist, aber ich kann gar nicht wirklich sagen, dass ich mal so ein richtig schlechtes Erlebnis hatte. Bis auf diese Sprüche, die finde ich halt immer schlecht. Also erstmal Mut zum Kontakt mit mir selbst, das heißt also auch zu meiner Aufregung zum Beispiel. Schauen, wie ist die Körpersprache, wie ist der Blickkontakt, wie sind die Blicke, die einem zugeworfen werden? Ich finde, man sollte einfach natürlich bleiben. Gut, also ich finde es ja einfach gut, Frauen oder Menschen direkt anzusprechen. Versuchen, auf sie zuzugehen und dann im Sinne von einfach erstmal Kontakt aufnehmen, also im besten Sinne Augenkontakt und das erstmal aushalten. Und zu gucken, was passiert, wenn sie merkt, dass ich sie anschaue. Und dann gucken, was da entstehen kann. Das ist eigentlich das Spannendste. Und ich glaube, das ist auch der erste und vielleicht wichtigste Schritt, der Türöffner. Dass man vor allem authentisch bleibt. Ist irgendwo Interesse da, wird einfach nur über einem drüber geredet oder rede ich nur über einem drüber? Viel Lachen finde ich immer toll. Kann man miteinander lachen? Dass man sich nicht verstellt. Versteht man sich auf irgendeiner Ebene? Ich glaube, ehrlich sein ist immer gut. Ich glaube, dann läuft das von ganz alleine, wenn man sich da auf die Situation einlässt. Natürlich auch nur, wenn dein Gegenüber gefällt. Selbstbewusstsein. Ich finde, die Strategie sollte sein, dass man einfach keine hat. Sollte man einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Also letztlich geht es ja um eine gute Interaktion mit einem Menschen und da einfach irgendwie mal so ja, sich reinstürzen und was Gutes erhoffen. Locker und leicht daran zu gehen und du selbst zu bleiben. Niemals wer anderes. Unser Fazit. Lass dich ruhig auf das Risiko ein, einen Korb zu kriegen. Du hast nichts zu verlieren. Online-Dating macht auch nicht alles einfacher. Und wenn sie dich ignoriert, heißt das nicht auch automatisch, dass sie dich gut findet, auch wenn das vielleicht deine Masche ist. Wir sehen uns im Dezember wieder zu dann vorerst letzten Folge von unserem L-Blog und dann zum Thema Queerstyle. Wir möchten euch hiermit noch darum bitten, unser Projekt zu teilen und auf uns aufmerksam zu machen. Denn nur durch euch kann unser Projekt sichtbar sein. Macht's gut. Ciao. Ciao.